Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeindeparty im LS19, immer Multiplayer zusammen mit dem Philipp. Hallo! Na, wie geht's euch? Ich hoffe mal allen gut, es war zwar gestern der Montag und die Woche hat hoffentlich gut angefangen. Ja. Es ist zwar schon Samstag, aber hoch die Hände. Wochenende! Oh, da kommen auch. Ich bin auch schon voll in der Zwischenzeit geworden. Ja, nee, das wird nichts. Da steht ein Floh. Ja. Bremst. Och Junge, wie viele Autofahrer sind denn jetzt ist hier Stau, ne? Ich muss ganz kurz durch den Kartoffelacker fahren. Tut mir leid. Wem auch immer der gehört. Na lang. Aber das ging leider nicht. So, mit diesem gleich mal auslohnen. Das guten Wung. Einfach nicht hinschauen, in den Ansicht fahren und Vollgas. Ja. Folge dir. Unheimlich. Ich sehe. Im Rückspiegel sie. Doch, ich sehe dich im Rückspiegel. Doch sehe ich ihn, wie hinter mir hinterher düst. Fast 3 km schneller als ich, das ist unfair. Oh, knapp, aber ich bin ehrlich, ich wechsle dann vielleicht den John Deere schnell. Ja, kannst du machen. Weil zum Abfahren finde ich eigentlich den anderen schöner. Weil für was brauche ich hier beim Abfahren? Kurze Frage, wieso zahlen wir eigentlich dem Helfer so viel Geld? Er jetzt in einer Stunde fast 200 Euro verdient, Alter. Eieieiei. So, dann werden wir mal aus hier. Will ich auch mit einer schönen angemessenen Geschwindigkeit immer durch Silo durchkommen. Und alles schön verteilt haben gleichmäßig. Ja, war ein bisschen zu schnell, aber geht's. Ah ja, sieht gut aus. Ja, hier kann ich nicht rein, nur noch ein bisschen weiter. Alter, der Fan sieht aus. Eieieiei. Ich mach ja mal hier so. Kleine Abkürzung. So. Dann geht's weiter mit dem anderen Johnny. Jo. Der passt doch besser, das. Ich hab's doch gewusst davon, er war noch ein weißes Dreieck. Mhm. Gott, bremsen. Ja. Nächster Fahrer dürfte ja noch auf uns warten. Ja, oben links sieht man's. Und natürlich auch rechts, dass das Geld runter geht. Ein bisschen beeilen, dass man natürlich dem Helfer auch nur zahlen, wenn er arbeitet und nicht, wenn er rumsteht und wartet. Wo steht er denn? Oh, fast ganz unten. Uff. Ah, ja, da war ein leichter Hügel drin im Boden. Schauen wir mal die. Das geht er auf. Mal gucken, ob wir hier wenden können. So. Die dem dran ist nicht ganz so wendig. Ja. Mal hier ein bisschen in den Bestand reinfahren, aber es geht. Die paar Maispflänzchen machen jetzt auch nicht aus. Bin unterwegs. Okay. So. Mit meinem 75er aus dem Mod Hub. Moki Toki ist natürlich auch am Start, damit wir uns natürlich verständigen können. Meine Tür ist offen. Beziehungsweise Funkgerät ist eigentlich. Mal gucken, was der Helfer macht, weil da kommt nämlich jetzt eine Kurve, eine leichte Kurve. Okay, lässt stehen, da fahre ich mal hinter ihn. Wir mal dann den Rest nachher machen. Beziehungsweise ohne den Helfer.
Ich habe die Hexenklappe auch noch offen, aber... Ah, jetzt kann ich wieder neben ihn fahren. War nur so ein kleines Stückchen. Da vorne kommt ein wildes Philipp. Hm? Oh nee, was macht er denn jetzt schon wieder? Wo willst du denn hin, Kollege? So geht das nicht hier. Du musst hier weiterfahren. Ja, der Helfer ist schon manchmal... Wieso liegt da jetzt ein Baumstück auf dem Feld? Okay, macht wieder. Hallo? Okay. Oh, ich hab das Holzstück hinüberfahren. Wo? Da hinter dir liegt so ein Teil von einem Baum. Wahrscheinlich, wo ich vorbeigefahren bin, rausgeschossen irgendwie. Ich sehe da nichts, der lasst verstehen. Ja, ich weiß. Er fährt nicht ganz gerade, das müssen wir halt dann mit wenn Stufe erst machen. Dann fahre ich euch mal hinterher. Ja, ich bin jetzt. Ich folge dann unauffällig. Ja, ich dürfte. Ja, könnte knapp werden, wenn wir es durchschaffen. Aber ansonsten muss ich halt immer. Fahr mal ein bisschen auf die Seite. Hin. Ja, ich fahr ein bisschen nach rechts. Dann komme ich links. Dann machen wir einen fliegenden Wechsel. 98, 99, bin voll. Ja, die Klappen so. Du kannst geradeaus weiterfahren, ich stehe ja da. Ja, ja, bin nur ein bisschen zurückgefahren. Jo, du da hinten. Hallo. Sind wir. Bin ich mal hin, jetzt bin ich auf gleicher Höhe mit dir. Hallo. So. Alter. Jetzt müssen wir nur kurz den Helfer. Warte, warte. Ja. Okay. Wenn nämlich hier irgendwie rauskommen. So, dann fahren wir das Gespann mal zum Hof. Und entleeren das in unser Silo. So. Ich erfährt so wie ich will. Das ist schon mal gut. Kriegt der Helfer einen Fluss. Hoffe. Jetzt sieht's so aus. Ja, der Helfer hat jetzt eigentlich Bahn selber gefahren, die wo eigentlich relativ gerade ist. Also dürfte es eigentlich hinkriegen normalerweise. Wir haben eine leichte Biegung drinnen. Ja, das ist nicht so schlimm. Aber ich glaube, der wird dann da vorne einfach umdrehen. Ja, ja, wahrscheinlich. So, also sind wir auch schon wieder am Hof angekommen. In der Mitte, da ist auch schon was abgeladen, ganz. Rechts ist noch Platz. Fährst du dann gleich fest? Ich habe noch 50%. Ja, 50. Kann ich machen. Wahrscheinlich muss ich gar so lange warten. Wenn ich so 70% hast, sagst du es mir. Ja, und ich glaube, das geht relativ schnell. Ja, okay. Ein Festfahren muss ich sagen, braucht es jetzt glaube ich auch noch gar nicht. Weil das sieht eigentlich noch relativ flach aus. Ja, ich mache relativ hohe Bögen. Oh, ich kaufe mir vielleicht sogar noch einen Anhänger, einen Zilierwagen. Ja, wahrscheinlich. Den Sweetmaker wahrscheinlich dann. Ja, wenn wir mal gucken, ob er da auch so schwimmt. Oder ob der besser klappt. Ich glaube nicht. Darf ich kaufen? Ich kaufe. Ja, okay. Das ist der Tandem, oder? Das ist ein Tandem, ja. Der hat aber 58,5. Also dann habe ich wieder mehr Füllvolumen als du. Er dreht um. Er hat wieder abgelassen. Er nimmt diesen kleinen Streifen mit. Oh, vornehm. Da haben, da haben wir einen guten Helfer erwischt diesmal. Nee,
Aber du musst ihn, glaube ich, dann wieder auf die linke Spur ansetzen, weil... Er weiß nicht, was er machen soll. Ja, weil er will nach rechts, aber da steht nichts mehr. Warte, ich komme auch, um das Spektakel anzusehen. Ah, ich sehe euch da vorne. Ah, er dreht um. Bin ich. Achso, das bist du. Ne? Ich schau mal ein bisschen rein. Na, das wäre schon ein bisschen sehr schlau für den Helfer. Nee, das ist zu schief. Jetzt schon den brutalen Sound. Alter. Oh. Wir sind der Johnny, oder? Ja, muss man schon sagen, also. Wenn der schiebt. Wenn dann auch voll bald. Ja. Ich bin schon hinter euch. Der Sound ist schon böse von dem. Nein! Was macht der denn für eine Kacke hier? Warte mal, ich spring mal ganz kurz hier hin, genau. In den MB-Dreck. Dann klappen wir das Schild hier aus. So, das ist natürlich ganz nach oben. So. Oh, mit den dicken Reifen ist das gar nicht mehr so wendig. Bleibst du gerade gelenkt, Jupp. Jetzt, glaube ich, hat er es wieder. Ich mache hier mal die mittlere Spur hier ein bisschen platter. Ich bin voll Flo, komm zurück. Okay. Ich stelle den Beta-Gang mal hier auf die Seite. 99. 100. Da sind wir schon. Ich wechsle dann fix den Anhänger. Jo. Dann stellst du Stratmann einfach da rein, wo neben die Mähwerke neben da drin Mähwerke. Ja. Zack, Tempomat. Ach ja, so lässt sich leben. Ich finde es cool, das Red Bull hier neben. Bisschen lenken. Was fährt denn? Oh, eine Frau. Aber hat der Schuldmaker wirklich 58.000 Liter? Ja, mit Aufbau kann man den mit 58.000 Liter kaufen. So hat er 48.000, okay. So hat er 45.000, so wie du. Das ist... der hier. Bin, warte mal. Ah, da ist wahrscheinlich noch der Anhänger drin. Ja, der ist unter Anhänger drin. Aber. Nein, was machst du denn da? Nein, nein, hallo, 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 hallo. Ey, komm mit. Nein, böse aus. Ey, komm, raus da. Aus dem Mais. Komm, bleib stehen. Hallo, hallo. Ja, so ist fein. Kann ich laufen? Nee, komm nicht voran. Komm, raus da, ja, fein. Okay, er ist rausgesprungen. Nee, doch nicht. Jetzt ist er draußen. Ach, wer hat denn da einen MB-Dreck hingestellt? So. Das war jetzt gerade ein bisschen... Stell dir jetzt einfach mal ganz kurz... unplanmäßig, aber... Recht. Vor den... So, ich vor hoffe, er macht's. Ich glaube, es sieht gut aus. Wenn wir gleich ein bisschen zurückfahren. Ah ja, okay, macht's perfekt. Ja, da vorne ist irgendwie so ein kleiner Knick drin oder was, da wissen sie nicht so recht, was sie machen sollen. Oh, so schmal, also ich mache so kurz. Wir haben immer noch ein Beistelldreieck. Ja, das war das, was am, wahrscheinlich am MP-Truck dran war. Also der hat echt krass viel Füllvolumen. Ja. Nun bin ich jetzt mal gespannt, wie groß der ist. Oder ob es ein bisschen overpowered ist. Weil man denkt, naja, es sieht eigentlich relativ okay aus. Okay. Ja, das war eigentlich, das Füllvolumen wird wahrscheinlich an Höhe gewinnen. Ja. Oh, der hat so ein... eine Silierklappe, die wo nach oben und unten fährt. Geil.
Ich mag ihn jetzt schon. Was macht er da? Okay, fährt dran, passt. Ich bin da, Kollege, kannst du weiterfahren? Ja, ja, fein, ja. Ja, er macht's perfekt. Und was an dem Feld auch geil ist, wenn man Licht anmacht, ja, innen drin, der Teppich unten ist einfach mit RGB-Beleuchtung. Das ist schon geil, muss man sagen, aber... Wo fahr denn jetzt hin? Oh nee! Ah, du bist schon drin. Schon drin, alles gut. Hilfe. Da in der Ecke, ich weiß nicht wieso, aber da ist irgendwie... Hallo, ach so, der wollte ihn mich abladen. Okay. An dieser Ecke weiß ich nicht, was er da hat. Der will irgendwie nicht immer wieder nicht so richtig machen jetzt hat. Oh ne, du fährst noch. Jetzt hat er das geschafft. Das wäre da. Ich weiß nicht, was sie da an dieser Ecke haben, aber die meinen immer, da müsste drehen. Also. Ja. Aber es ist eigentlich gar keine Ecke, es ist halt einfach nur ein Stück vom Feld. Wird wieder langsamer. Ja, fährt weiter. Wieder schneller. Ich war glaube ich einfach zu weit weg oder er kommt ein bisschen durcheinander wie die Tür. Aber keine Ahnung. 95, 96, 97, 98, 99, bin voll. Oh, fliegender Wechsel hier. Natürlich. Hallo, hallo. Oh. Sorry. Ja, okay, das sieht realistisch aus, das was reinpasst. Bis jetzt sieht's gut aus, oder im Thema Schwimmen? Das fällt meistens erst ab so 50 km/h auf. Okay. So 45. Aber schaut besser aus. Schaut besser aus. Oh, da ist er, die Einfahrt. Eieiei. Oh. Ah, ist gut. So. Oh, da kommt keins. Perfekt. Können wir raus. Lasst was stehen. Oh ja, das müssen wir halt dann. Egal. Wollen wir machen. Da wäre dann zum Beispiel wieder ein dritter Mitspieler recht. Aber einfach dann häckselt, weil Multiplayer geht er leider ziemlich. Hey, warte mal, fahrt der da jetzt. Was nee, der fährt einfach seine Linie Stoßstrecke. Ne? Ich hab schon, hätte schon gedacht, der fährt da jetzt Kurve entlang. Okay. So. Und das glaube ich haben wir auch noch gar nicht gezeigt. Hier hinten haben wir ein Multifluchtsilo. Weil wir hatten am Hof Drehung. Nur eines, wo Weiß und so weiter reinpasst. Und wir möchten natürlich auch ein paar andere Sachen da einlagern. Steht schon wieder bloß rum, ey. So, wo kann man denn hier perfekt abladen in der Mitte, würde ich sagen. Zack. Dann werde ich gleich mal, wie viel Prozent da steht, also das sehe ich, ja? Nee, gerade nicht. Ah, nee, tatsächlich. Ah, da bist du nicht drin gewesen, okay. 43. 40. Ja, okay, das heißt, ich kann mit dem MB-Truck gleich mal ein bisschen platt fahren. Dann natürlich aus. So. Hoffentlich ist der besser. Aber er schaut schon mit vielversprechend aus. Dann ist gut. Ein Ziva 720 ist es. So, dann zieht er hoch, der MB-Truck. Ich bin irgendwie wie ein YouTube-Kollege. Da, bei dem Anhänger gewesen. Darf ich kaufen? Ich kauf mal. Ja. Du bist nicht wirklich zum Regen gekommen, oder? Hm, was meinst du? Mit dem Anhänger. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, was du überhaupt kaufen wolltest. Auch nochmal so ein Shootmaker oder? Nein! Der ist von gerade eben, den Anhänger. Ja. Achso, war schnell. Da bist du nicht wirklich zum Reden gekommen. Nee, solange den Straub noch nicht verkaufst, ist alles gut.
Wir haben ja das Geld dann immer noch 190.000. Ich hab 80%. Okay. Du möchtest vielleicht kommen. Ja, ich fahre gerade die letzte Bahn. So, hier vorne haben wir ein bisschen Bügelchen drinnen. Also ich habe bei 92% 45.000 Liter drin. Okay. Also ein bisschen mehr als wie du. So, hierzu Lenkrad hier am Motor an. Und dann latschen wir das Gaspedal voll durch. Boah, der brüllt richtig. Oh, da war ein Baumstämmchen gelegen. Wir begegnen uns gleich. Ja. Das heißt, wir müssen ein bisschen auf dem Gehsteig ausweichen, glaube ich. Oder wann kommt er rum? Boah, der brüllt richtig. Und? Boah. Der brüllt richtig, der Johnny. Guter Sound. Boah, ich mag den Hänger jetzt schon. Der ist nicht nur voll, sondern sieht auch relativ voll aus. Ja, mal gucken, ob wir meinen dann auch tauschen. Bis wir beide einen relativ großen und angenehmen haben. Also ein Tandem ist, glaube ich, doch ein bisschen weniger als ein Tridem. Ja. Aber beim Tandem bist du einfach voll schnell überladen. Ja, stimmt auch wieder. Aber ich muss mal gucken, ob ich mir dann noch was Größeres anderes hole. Was Ladewagen oder Seniorwagen technisch angeht. Hast du den Helfer jetzt dann neu ansetzen müssen oder? Ja. Ist er durchgefahren, okay, also neu ansetzen. Weil der ist einfach stehen geblieben. Ja, aber jetzt lade ich auch schon breit ab, so wie du. Ja. Also diese Stelle da, ich weiß nicht wieso, aber die mögen sie nicht so gerne. So, du meinst ja eine Stelle da runterfahren? Ja. Wo er vorhin einfach stehen geblieben ist. Genau, da wo er halt aufhört und umdrehen wollte, ja. Nee, da ist er durchgefahren. Okay, dann haben wir diesmal einen guten Fahrer erwischt, oder? Die Stelle ist jetzt einfach beseitigt. Wir sind jetzt ganz kurz vor dem Ende der Bahn und er ist bis jetzt durchgefahren, also. Es sieht gut aus. Ist nicht bald schon die Aufnahme vorbei? Ja, gleich. Mal wieder. Leider. Wir sind jetzt bei 22 Minuten. Das heißt, wir sind auch schon wieder fertig für heute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett und ich muss wahrscheinlich schon wieder dem Häcksler hinterherjagen, weil er wieder was falsch gemacht. Ja, dann sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinderat zusammen mit dem Philipp. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Jo. Ciao. Ciao, ciao.